Hallo. Kurzer Tipp, ich habe mal was ausprobiert. Ich bin hier auf der Live-CD von Antiques, ja, und zwar MX-14 für ältere PCs, ganz gut geeignet. Also ich habe es jetzt hier auf diesem PC nicht installiert, aber auf dem anderen schon mal getestet. Ganz gut für ältere PCs, sag ich jetzt mal so, ne? Wer noch so ein Pentium oder so rumzufliegen hat. Wie gesagt, ich bin hier auf einem älteren PC, der hat nur eine CPU. Zum Beispiel könnte ich sagen, Cat Bock CPU Info. Meine CPU ist nicht ganz so alt, ja. Aber ich habe nur eine CPU. Name -A. Hier habe ich die, ja, die 32-Bit-Version, ne, für ältere PCs. Aber Achtung, ja, auf meinem anderen PC, wo ich schon getestet habe, habe ich dann festgestellt, es wurden nicht alle CPUs erkannt. Ne? Ich versuche es nochmal in der 64-Bit-Version, werde ich noch ein Video nachreichen. Also wie gesagt, das ist hier anscheinend kein Generic-Kernel und das ist wahrscheinlich auch so gewollt hier in der 32-Bit-Version, damit das auf alten Dingsgehens läuft. LSB Release -A. Wie gesagt, basiert hier auf Debian. Und zwar nicht im Stable-Zweig, sondern im Testing-Zweig. Und der Codename hier ist Symbiosis, wie gesagt, MX-14 mit XFCE Desktop-Oberfläche. Hier kann man das ganze Ding installieren. Ich bin, wie gesagt, noch auf der Live-CD. Gut, hier gibt es ein schönes MX-Werkzeug. Ja, auch wenn ihr es installiert habt, ich mache das hier, wie gesagt, mal kurz von der Live-CD. Da gibt es ein Paket-Installer. Mit dem könnt ihr schon viele Standarddinge, die ihr wahrscheinlich braucht, direkt installieren. Ne? Also Standardaufgaben wie zum Beispiel einen Mate Desktop installieren statt dem XFCE oder ein KDE 4 Standard Desktop oder Lite wäre wahrscheinlich für alte PCs besser. Könnte man einen anderen, ja, Benutzeroberfläche installieren. Oder angenommen, ich würde jetzt Record My Desktop hier einen Screenshot nicht mit meiner blöden Kamera machen wollen, sondern direkt hier vom Bildschirm könnte ich das damit tun. Oder E-Mail-Programm ist so ein blödes dabei, nehmen wir lieber Thunderbird. Browser könnt ihr lassen, ist Iceweasel. Wer lieber den normalen Firefox haben will oder Chromium, könnte sich den nachinstallieren. Müsst ihr gegebenenfalls die deutschen Sprachpakete noch nachinstallieren. Gut, apropos Sprache, kann man hier auch was machen. German. Ne? Also hier kann man mit dem Werkzeug schon viele Standardaufgaben erledigen, das ist schon mal ganz nett. Dann gibt es noch einen Flash Player Manager, dass man einen aktuelleren Adobe Flash Player hätte. Ja, wo war das? Ich glaube im Chromium Browser. Google führt das mit dem Flash weiter. Ne? Also hier könnte ich Flash löschen, aktualisieren, neu installieren. Nette Features. Bootreparatur, den Grub Bootloader reparieren, also neu installieren, reparieren. Masterboot-Rekord der Festplatte reparieren, restaurieren, sehr schön, ne? Gut. Dann haben wir noch viel anderen Kram. Hier kann man, indem man einfach nur mit der Maus drüber ist, sofort alles sehen. Ja, alle Anwendungen. Wäre zum Beispiel die, die jetzt hier schon vorinstalliert sind. Also das mit der Maus drüber bleiben ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich raus jetzt noch mal kurz runter, damit ihr mal kurz eine Übersicht habt, was da schon alles dabei ist. Zum Beispiel gibt es einen Grub Customizer, mit dem man den Grub Bootloader, das Grub Bootmenü sich anpassen kann und solche Dinge. Also das sieht normalerweise auch besser aus, damit vielen Optionen. Ist jetzt nur auf der Live-CD so ein bisschen spackig. Dateimanager ist standardmäßig Thula. Sieht sehr schön aus hier, ja, schön, schön blaue Dinger genommen, ja, Hilfe über Thuna 163. Wie gesagt, das Ganze auf der Live-CD mit einem älteren PC und ihr seht, das läuft alles fluffig. Ja, apropos Hintergrund, dem hatte ich ein bisschen Probleme, der hat sich irgendwie nicht so richtig einstellen lassen. Übrigens hier, Rechtsklick, kann man zum Beispiel einen Starter erstellen auf dem Desktop. Oder ein Kommando ausführen, oder ein Terminal hier ausführen, oder eine Root-Dateimanager hier ausführen, also ein Dateimanager mit Root-Rechten.
Oder sage diesen Ordner, also Desktop, bekommt der Root aufs Auge gedrückt oder der Benutzer oder suche hier oder schöne Eigenschaften. Schreibtischeinstellungen. Wie gesagt, ich hatte hier mal ein bisschen Probleme. Beim installierten System blieb dieses Turbulenz nicht. Da kam immer nur das XFCE. Hin und her geklickt, hinterher war es ganz fort. Ne? War irgendwie nicht in User Share Backgrounds drin. Ist aber nicht so tragisch. Wie gesagt, habt ihr eine andere Benutzeroberfläche wie XFCE, dann könnt ihr das gegebenenfalls anders machen. Gut, das ist hier übrigens abmelden. Und hier hat man so viele kleine Panels. Zum Beispiel, es wäre ein Update da. Was macht er dann? Dann holt er sich Synaptic. Ja. Synaptic Paketverwaltung ist dabei. Debian basiert. Logisch. So, und da kann man die Aktualisierung erstmal neu laden, vormerken und installieren. Ja. Braucht man also kein Software Center. Das kleine Lautsprechersymbol kann man mit dem Mausrollrad drüber bleiben. Kann man hier ändern. Sehr schön. Stromversorgung ist angeschlossen, hat mein Laptop, steht da Batteriestatus und wie sieht es denn in meinem Netzwerk aus? Ich bin mit dem Kabel verbunden, wie es bei alten PCs so sein sollte. Und die diversen kleinen Apps, die vorinstalliert sind, die kann man noch bei Bedarf anpassen. So, steht zwar auf dem Kopf, aber ist auch schön. So, was habe ich noch gefunden? Ja, gab noch mehr. Na, da kam noch irgendwie System, schauen wir mal, was war da noch Schönes. Flash Manager hatten wir, Dateimanager, Drucker, geparted, also Partitionierer ist schon dabei, Hardtop. Können wir mal kurz mal starten, damit man mal sieht, wie ist die Systemauslastung. Ich habe noch eine CPU, ja, und die dümpelt so bei 4%, das pendelt sich so langsam ein, 3% rum, ne, wenn ich nichts mache. Ne. Deshalb auch mit der Handkamera, damit man das mal realistisch sieht, was das System so macht. So, Einstellungen haben wir ja auch noch. Wir haben einen Bildschirmschoner und der meckert beim ersten Systemstart. Er wäre steinalt, das erledigt sich aber, wenn Synaptic sich aktualisiert hätte. Na, das ist dann kein Problem. Wer jetzt eine spezielle Grafikkarte hätte, wahrscheinlich auf älteren PCs eher unwahrscheinlich, der sucht einfach mal nach Treiber. So, würde dann Nvidia Installationsprogramm finden. Hatte ich kleine Probleme mit, nachdem es installiert war und mit Nvidia Settings eingestellt war. Da hatte ich ganz kleine Zahlen, Buchstaben, also Text war alles furchtbar klein. Naja, gut, war nicht so tragisch. Deshalb bin ich hier aufs Mate umgestiegen. Zubehör. Leafpad ist der Texteditor. Midnight Commander ist dabei, Apt Notifier ist quasi dieses kleine Symbol, das sagt, es gibt Updates. Root Terminal ist dabei, wie bei Debian immer dabei, Task Manager sieht man dann auch wahrscheinlich die Auslastung, gucken wir mal. Sieht man da oben so ein bisschen, ne? Sieht man da oben drin, gut. Wie gesagt, leichtgewichtige Anwendung und leicht zu installieren. Und das machen wir jetzt mal. So, jetzt wollen wir mal installieren. Und gerade bei der Installation ist mir auch aufgefallen. Einmal heißt es MX Linux und einmal ist es auf Debian Stable basiert und einmal wieder auf Testing oder wie auch immer. Bin ich ein bisschen durcheinander jetzt. So, da MX14 gibt es einmal. Auf der deutschen Antix-Seite gibt es dann, das basiert auf Debian Testing. Ja, Debian Testing. Und der andere sagt Debian Stable. Ja, gut. DistroWatch sagt dann Debian 7 Visi. Die werden es wohl am besten wissen. Ist ja auch egal. Jedenfalls ist es mal so eine Kooperation von Dingenskirchens mit Dingenskirchens. So, so sieht die Installation aus. Schön rudimentär, wie wir was wollen. Ja, gut, da ist jetzt schon Q4S drauf auf der Partition. Über, ja, lösche ich einfach mal, überschreibe ich jetzt mal. Swap non or existing, sagen wir mal non oder existing. Home-Partition auch im selben Verzeichnis, wunderschön, weiter. So, jetzt wollen Sie wirklich die Partition
ist ja 5 Löschen willig. Formatiert dauert so ein bisschen zurück zu Schritt 1 war nichts. Partitionierungswerkzeug starten. Gepartet. Warum war das nichts? Ja, irgendwas war da schon drauf und es gefiel ihm nicht. Ja, gut. QVS, ja, machen wir mal aktivieren. Machen wir mal löschen. Also jetzt lösche ich erstmal meine komplette Festplatte. Ja, also wer das nicht mag, der sollte das nicht tun. Und das Ding auch nochmal löschen. Anwenden. Ja. Ausstellen stehen Operationen. Lösche. Alles klar. Jetzt ist die Platte leer. Und gut ist. So. Und weiter. Das gesamte Laufwerk, ja. Das war doch mal schön, dass wir den Fehler hatten. Wer das selber hat, der fragt sich, was war das denn jetzt für ein Gedöns? Nein. Gut, wie war das noch mit Debian? Stable oder nicht Stable? Ja, können wir inzwischen mal formatieren, System, das dauert ja ein bisschen. Mal kurz noch mal gucken. Ja, Antix ist Eiswiesel ist hier drin. Und zwar über. About Eiswiesel ist ja Firefox eigentlich, ne? Aber die 31er Version, das ist so ein bisschen stabiler wohl. So, und da gibt's dann, hier ist übrigens nicht Google standardmäßig drin, kann man hier ändern, Manage Search Engines und Google nach oben schreiben, Ruf ab. So, Google, wir sagen mal, ja, Antix MX, was ist damit los? Warum kann ich den Quatsch hier im Moment zwischendrin machen? Weil er installiert auch. Dauert länger. Ist ja ein alter PC, das dauert also ein bisschen, ja. Und ich werde auch nicht jünger. So. Kopiere neues System. Sie würden. Bla bla bla. Gut. So. Distribution Release. Und zwar gibt es da wohl eine Kooperation zwischen dieser MX-Community und diesem Antix-Gedöns. Schauen wir mal. Kooperation oder Kollaboration zwischen Mepis, also nicht Memphis, ne, da war Elvis, und MX. Und die haben das irgendwie zusammengeschrottelt und haben dann gesagt, dann machen wir Debian XFCE drauf. Und dann haben wir noch Debian 7 Wheezy. Ja. Based on Wheezy. Wheezy müsste eigentlich die Stable-Version sein, oder? Ja. Können die Debian-Anwender jedenfalls nochmal nachlesen. Reparatur der Installation. Hier sind immer Tipps, ne? Nicht der repariert es nicht. Hier sind immer hilfreiche Tipps, was alles schon dabei ist. Ne? Da, wo bei anderen Distros lästige fliegende Fenster kommen und Grafiken. Ja. Und die Installation wird 3 bis 20 Minuten dauern. Es hängt von der CPU ab. Kopiere neues System. Eher schon bei 42%. Ja. Das nur als Hinweis auf diesem steinalten Dingen. Wunderbar. Unterstützen wird von Menschen unterstützt in verschiedensten Formen. Die einen machen dies, die anderen übersetzen. Ist auch klar. Gut. Installieren machen wir jetzt mal live und wir fahren in Echtzeit, wenn ihr das seht. Das ist hier ein alter Dell, ich glaube aus 2005. Dell Dimension 1100, wo ich das drauf installiere. Also so alt ist er noch nicht. Ne? Aber man sieht, funktioniert. Tut's. Wie gesagt, was hatte ich bisher für Probleme? Ich habe es vorhin schon mal getestet auf einem Laptop mit 2 CPUs. Einmal hat der, ja, X-Screen Safer gemeint, er wäre steinalt. Hat sich erledigt, nachdem ich mit Synaptic das System aktualisiert hatte. Dann hatte ich ein Problem mit Nvidia. Ja, ja, es gibt einen Nvidia Installer, der ist auch sehr gut. Nur ich hatte 2 Monitore. Nachdem ich dann Nvidia Settings mit Root-Rechten gestartet hatte, die Xorg-Config-Datei entsprechend ins X11 Verzeichnis kopiert hatte, neu gestartet, da hatte ich furchtbar kleine Schriften. Ja, die war ungefähr einen Millimeter hoch. Ich konnte nichts mehr erkennen. Das war nicht so schön. Benutzt wohl standardmäßig den Nuvo-Treiber.
sofern man eine Nvidia-Grafikkarte drauf hat. Das war, wie gesagt, auf einem neueren System. Der hier wird keine Nvidia-Karte drin haben. Der wird wahrscheinlich, weiß ich nicht, Dell-Karte drin haben oder so. Oder vom Aldi, was war ich? Jedenfalls ist er alt. Dafür ist das System hier gut. Da wollen wir mal gucken. 81% haben wir schon, wie es denn so läuft. Und das machen wir mal in echt. Weil mit VirtualBox kann jeder. Und die Benutzer von meinem Kanal hätten dann vielleicht auch lieber mal einen echten Rechner gesehen. Denn nur auf dem echten Rechner passieren echte Fehler. Wo man die Tweets wirklich aussieht. Gut. Halten Sie die Kopie, aktualisieren. Naja, gut, es gibt ja, wie gesagt, hier immer dieses kleine Aktualisierungssymbolchen, was nichts anderes als die Synaptic-Paketverwaltung startet. Und dann geht es los. Wenn ihr andere Desktop-Oberflächen haben wollt, überhaupt kein Problem. Wir haben ein ganz normales Terminal. Schön kompatibel auch zum GNOME-Terminal, ist das LX-Terminal. Und sag ich das Richtige? Ich glaube schon, oder? Ich gucke die mal nach, wir haben ja noch Zeit. Und damit kann man dann halt auch mit sudo apt-get install da mal gucken. If xfce terminal. Entschuldigung. Aber passiert ja im Moment eh nichts Aufregendes, kann ja auch Blödsinn reden. So. 95% ist schon passiert. Wie gesagt, nach der Installation fand ich ganz gut, dass er dann auch die CD ordnungsgemäß ausgeworfen hat. Bei meinem anderen System wird er hier wohl auch tun. Und startete schmerzfrei. Wie gesagt, das mit dem X-Clean Safer ist nicht so tragisch. Was man als erstes tun sollte, nachdem das installiert ist, mit Synaptic das ganze System mal kurz zu aktualisieren. Da kommen dann noch so einige aktualisierte Pakete hinzu. So, piep. Jetzt werden wir noch gefragt, ob wir den Grub Bootloader für Linux und Windows installieren wollen. Gut. Warum steht da was von Windows? Naja, jedenfalls ist es ein Hinweis drauf. Falls Windows drauf wäre, dann würde das auch erkennen. Wir bekämen Auswahlmenü, wollen Sie was starten, Windows oder dieses Dingerskirchens, und man könnte sich das aussuchen. Gut. Wird auf SDA installiert? Okay, warum? Es kann ja sein, SDA ist die erste Festplatte, man hat noch SDB oder SDC oder wie auch immer und USB-Stick drin und will es vielleicht gar nicht da und wo auch immer. Da kann man sich aussuchen, ob man den Master Boot Record der Festplatte ändern will oder nicht und von welcher Platte denn gebootet wird. Es kann ja auch sein, ihr bootet von einer anderen Platte und hier drauf ist das Ding installiert. Klar. Dann gehört der Grub Bootloader auf die Platte, die zuerst gestartet wird, damit man sich das aussuchen kann. Das macht ja keinen Sinn. So, Computername, ja, Computer-Domain-Name, Beispiel DOM, das lassen wir jetzt mal so. Das wäre, wenn ihr im eigenen Netzwerk noch eine Domain hättet, ne, was weiß ich, Blödsinn. Hat kein Mensch, nur irgendwelche Firmen oder so. Gut, Tastatur Deutsch, Deutsch, Zeitzone Europa, Berlin, weiter. So, Benutzername, sagen wir mal, Standardbenutzer, noch Passwort, das ist super sicher, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, in der Abhängung, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Gut, automatisch, hier kann man die Passwörter nochmal anzeigen lassen. Ja. Falls man sich vertippt hätte, würde ich das hier sehen. Automatisches Login will ich nicht, dann würde man gar nicht nach dem Passwort gefragt. Das kann ja sein, ihr wollt das so haben. Weiter. Schauen wir mal, warten wir ab und sehen wir mal weiter. Warum haben wir jetzt zwei? Ja, bei Debian ist das so, da hat man einen standardmäßigen Root automatisch mit drin abschließen. Um die neue Installation zu benutzen, starten Sie ohne Installationsmedia neu. Möchten Sie jetzt neu starten? Gut, ihr braucht die CD jetzt noch nicht rausnehmen. Ich zoome mal ein bisschen raus, damit wir den ganzen Monitor sehen. Und wir wollen jetzt neu starten. Das ist ja schön an so einer Handkamera, auch wenn es so ein bisschen unscharf manchmal ist, man sieht wirklich dann, was da so passiert. Ne? Schön finde ich auch diese bunten Texte, erinnere mich so an meine Knoppix-Zeiten. Leiter im Display Manager haben wir übrigens. Ne? Gut, sehr schön.
Stopping SMB, also Samba Shares, werden gestoppt beim Runterfahren. Ready to reboot. Und schon kommt die, habt ihr vielleicht gerade gehört, die CD rausgefahren. Bitte entfernen Sie die Disk. Wunderbar, drücken Sie Enter. Um loszuwandern. Ja, gut, und jetzt kommt, wie gesagt, immer der Vorteil. Von einem Live-System mit der Handkamera abfotografiert, da sieht man mal den echten Boot-Vorgang. So. So sieht's dann aus. Ja gut, warum sieht das jetzt so schal aus? Weil mein Monitor, der ist schon ein bisschen älter, ne? Ist ja für ältere PCs. Und wenn es so unscharf wird, dann liegt das an der Kamera. Die stellt sich dann immer drauf ein, wenn das Bild sich von dunkel auf hell umstellt, dann braucht dieser Moment. Weil die ziemlich nah am Monitor ist. So, jetzt sieht man schön die Systemmeldung. Das passiert jetzt auch bei jedem Start richtig schön so. Da sieht man wirklich, was im System passiert. Finde ich gut. So. X-Server wird gestartet. Diverse Dienste. Und ich habe festgestellt, auf meinem anderen Laptop, da war ein WLAN drauf und hat sofort den passenden WLAN-Treiber installiert. Wunderbar. Ja, wenn ich es denn hätte nutzen wollen, will ich aber gar nicht. So. Nutzt ja kein WLAN. Gute Passwort war unser drittversichertes 1. Ja. Gut, jetzt stelle ich fest, NumLock ist nicht eingeschaltet. Ich drücke jetzt Num. 1, 2, 3, 4. Das sollte man vielleicht dann standardmäßig mal so machen. Hier kann ich mir die Session noch aussuchen. Default X-Session oder XFCE. Ne? Und wenn ich mir zum Beispiel Mate installiere, dann wäre da Mate noch drauf oder KDE. Kann ich da umstellen. Runterfahren. Anmelden will ich mich, jawohl. Ich will nicht runterfahren. Ich wäre froh, dass es läuft. Wäre noch schöner. Gut, da kommt die Meldung. Das ist jetzt total alt. Was du dir da installiert. Das ist aber nur der X-Screensaver. Und die Meldung geht weg, nachdem man aktualisiert hat. So, Updates. Sie haben 73 neue Updates. Ja, schön. Na, jetzt klicke ich da drauf. Und dann sollte mal irgendwann, also das war jetzt live mal der Start von diesem alten PC. Dann sollte irgendwo mal Synaptik kommen oder man klickt dann nochmal separat drauf. Gut, ich kann mir entweder aussuchen das Passwort 1, 2, 3, 4, der schon wieder NumLock nicht, ne? 1, 2, 3, 4, immer noch nicht NumLock oder bin ich einfach nicht drin? Ich bin aber nicht drin. Ja, bin ich schon drin, 1, 2, 3, 4, das Passwort zu merken, nur für diese Sitzung oder im Schlüsselbund. Ich mach mal nur für diese Sitzung. Könnt ihr euch selber noch überlegen, was im Gedöns ihr wollt. So, dann haben wir Synaptik Paketverwaltung und darin könnte man die alle Aktualisierungen vormerken und man sieht dann, welche er da gefunden hat. Vormerken. X-Screensaver war auch dabei, habt ihr das gesehen? Nicht gesehen, ja, auch nicht schlimm. Ja, jedenfalls sieht man dann, welches Paket jetzt im Nachhinein noch installiert werden soll oder nicht, indem man dann mal auf das S da oben klickt. Na, da sieht man hier. Abtotilt, bla bla bla, und das müsste alles noch aktualisieren. Hier sieht man Debian-mäßig, dass das so ist. X-Screensaver aktualisiert sich dann auch und anwenden können wir drücken. Zum Aktualisieren sind es dann viele, viele. Und drei neue werden installiert. Die werden insgesamt 160 MB runterladen, anwenden. Alles auf diesem älteren PC. Das dauert eine Weile. So. Es kommt ja auch oft drauf an, wie schnell eure Internetverbindung ist. Gut. Wenn ich das hier nicht sehen will, kann ich hier auch auf das Symbolchen klicken, dann wird es ausgeblendet. Oder ich kann es eingeblendet lassen und hier unten den Desktop wechseln. Damit ihr das überhaupt seht, werde ich jetzt die Leiste mal ein bisschen breiter machen. Leisteneinstellungen. Und die Zeilengröße in Pixel mal ein bisschen breiter machen. Ja, jetzt übertreibe ich es mal mit Absicht, damit man das erkennt. Hier unten ist noch so ein Arbeitsflächenwechsel, ja, hin und vor und zurück. Gut, wie gesagt, hier haben wir die Möglichkeit, alles Mögliche noch einzustellen, das ist sehr schön. Zum Beispiel auf der Leiste waren wir gerade, ne? Leiste einrichten, können wir uns noch aussuchen, die Zeilengröße. Das Ding war gerade das, was wir gesehen haben, Deckfarbe. Gut, was ist mit Transparenz? Warum kann ich hier keine Transparenz? Weil wir noch keine Transparenz eingestellt haben. Wir haben keinen Composite Manager. Warum nicht?
weil er das Ding ausbremst. Aber wie kommen wir da dran? Zum Beispiel über die Feineinstellung des Fenstermanagers. Mal gucken. Wir können den Kompositor einschalten. So, dadurch wird das System aber nicht wirklich schneller. Das muss ich jetzt dann ganz kurz wieder aufbauen und schließen. Das ist jetzt wohl nur Software Compositing oder mit Nouveau-Treiber, wenn es denn Nvidia wäre, wie auch immer. Jedenfalls hätten wir beim Erscheinungsbild dann hinterher die Möglichkeit, die Deckkraft und hier Alpha einzustellen. Jetzt muss ich das wahrscheinlich nochmal zumachen. Leisteneinstellungen und Erscheinungsbild Alpha. Ja, nachdem ich den Kompositor eingeschaltet habe, kann ich den Alpha-Wert ändern und das Ding wird transparent. Schön. So, hier sehen wir auch schon die Deutschlandfahne, sehr lobenswert. Hier hätten wir die Möglichkeit, uns abzumelden. Wollen wir nicht. Hier ist das Startmenü. Hier ist dann die Uhr, die wir gegebenenfalls noch ändern könnten. So, was ist, wenn ich das Terminal öfter mal brauche? Ziehen, ablegen, entweder nach oben hin oder nach unten. Da kommt dann rote Strichscan oder farbige Strichscan und ich kann mir aussuchen, wohin damit. Ja. Da kann man das da ablegen, wenn man es denn will. Ja. Muss man aber auch dann wieder genau treffen. Mal gucken. Da, der rote Strich, wenn er den erkennt, muss da sein. Gut, neuen Starter, Starter anlegen. Jetzt habe ich nämlich versehentlich das Terminal auf den Desktop, auf den Eiswiesel gelegt. Deshalb denkt er, er müsste da was machen. Ah, natürlich Quatsch, aber dafür ist so ein Video da. Na, ich mache ja auch mal Fehler. So, hier sieht man also unser Terminal. Bearbeiten, Einstellungen, ein bisschen klein, das ganze Ding aussehen. Monospace, gehen wir mal auf. Warum mache ich das alles? Also das Video wird jetzt eh ellenlang. Und wenn es eh ellenlang wird, dann kann ja alles sein. So, gut. Und schon habe ich ein größeres Terminal in der Art und Weise. Wie ich will, mal gucken, LSB-Release-A. So, Symbiosis. Unsere Symbiose ist gelungen. Hier ist das laufende Programm. Das ist ein Starter. Mit dem Starter habe ich das Programm gestartet. Das ist das laufende Programm. Das kann ich hier ein- und ausblenden. Oder auch mit Rechtsklick schließen. Was haben wir überhaupt für einen Dateimanager? Wo ist der denn jetzt? So, mit Dateien und Ordner. So, Dateimanager ist hier. Den ziehe ich mir am besten auch mal. Da muss ich gucken, dass der rote Strich wieder da ist. Da hinten drauf. So. Starter hinzufügen, jawohl, Starter anlegen. Bums, Dateimanager hätte ich auch, das ist der Thuna, ich glaube 1.6, Hilfe, über. Thuna 1.6.3, so, nicht Nautilus, das ist bei XFC so, macht ja nichts. Jetzt kann ich mich hier rein und raus rollen, wunderbar. Schön, ne? Schöne Desktop-Symbolchen, alles kein Ding. Netzwerk durchsuchen, hätte ich hier eine Samba-Share drin, könnte ich die hinzufügen. Kann ich mal kurz machen. Ich mache mal schnell meinen Rechner an. Also Video kann jetzt so länger dauern. Erinnert mich daran, dass ich da gleich nochmal draufklicke, weil mein anderer Rechner mit der Samba-Share muss sich erst hochfahren. So, und also hier klicke ich schon mal dann öfter drauf. Das dauert ein bisschen. Der Rechner ist halt älter und deshalb muss ich das hier auch schön vom, ja, mit der Handkamera machen, dann wird das nichts. Warum wird das nichts? Sonst könnte ich mit Rekord mein Desktop hier nicht aufzeichnen. Denn die CPU ist beschäftigt. Jetzt läuft ja immer noch da Synaptik, tut Dinge. Und dann habe ich den Kompositor eingeschaltet. Der frisst natürlich Ressourcen. Ja, also den Software-Kompositor. Und deshalb dauert das alles ein bisschen länger. Also Memory haben wir verbraucht 143 Megabyte. Ja, nicht Gigabyte, nur Megabyte an Arbeitsspeicher. Sehr schön. Finde ich gut. Da, wie gesagt, dauert das immer so ein bisschen. Jetzt wollten wir da nochmal hin. So, Netzwerk durchsuchen. Meine Samba-Share wollen wir noch mal, ne? MX1, warum wir das zweimal gefunden, weiß ich auch nicht. Also hier die Symbole müssten sich jetzt eigentlich auch noch mal aufbauen. Wenn nicht, kann man hier noch bearbeiten, Einstellungen einstellen, dass die Symbole sich
anzeigen lassen. Nur für lokale rein. Immer eine Mini-Ansicht. So, sollte man dann normalerweise das anzeigen. Windows-Netzwerk durchsuchen. Hat dann so ein bisschen länger gedauert, bis ich das heute konnte. Nicht öffnen. Already registered, macht nichts. Arbeitsgruppe, Workgroup. So. Verbinden. So, und jetzt hat er meine Samba-Share. Ne? Ich habe so ein Tuxedo, da ist das drauf. Gefunden und könnte mich hiermit verbinden und würde sofort meinen Tuxedo sehen. Mache ich jetzt hier nicht, müsste ich aber ein Passwort eingeben. Gut, deshalb kann ich nicht öffnen. Also, wunderbar, geht. So, jetzt, wir wollen nochmal zurück auf den ersten Desktop. Da werden immer noch Dateien heruntergeladen von Synaptic. Das dauert jetzt noch ein bisschen, 2 Minuten 53. Soll ich noch so lange labern oder seid ihr schon leid? Gut, was haben wir denn? Wir haben im Büro, ne, haben wir natürlich auch noch was. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen warten. Er ist beschäftigt, ja. LibreOffice Calc, das ist so wie Excel. Und LibreOffice Writer, das ist so wie Word. Und kann auch Word lesen und kann auch Excel schreiben. Und Impress ist auch dabei, das ist so wie PowerPoint. So, Help, About. Wie gesagt, LibreOffice sollte man dann vielleicht mal eindeutschen. Entsprechende Pakete gibt es zum Runterladen. Version 4.3. Wunderschön. Geht. Passt. So, was haben wir noch? Wir hätten Grafik. LibreOffice Draw ist da vielleicht nicht so toll. Gegebenenfalls, wie bereits gezeigt, dann GIMP nachinstallieren, Multimedia. Minitube hätten wir drin. Watch YouTube-Videos. Geht das? So ein Flash-Dingenskirchen zum Aktualisieren hätten wir eigentlich auch. Minitube braucht da ja den Flash-Player nicht. Gucken wir mal, wen kennen wir denn auf YouTube? Was der so alles macht. Anschauen. Na, guck mal da, da kommen sofort meine Playlists. Sehr schön. Dragrunner. 3D-Eisig, was ich so alles mache. So ein Blödsinn. Ja, das geht mit dem Minitube. Und hier ist auch der, sehr schön, das ist die Version mit dem Download-Button, die hier dabei ist. Ein Download. Und lädt runter. Na, wunderbar. Gegebenenfalls die Auflösung kann man sich noch aussuchen. Würde jetzt mit 360p, 1080p wäre vielleicht schöner. Gut, brechen wir mal Minitube ab. Nicht, dass ihr da noch auf Ideen kommt. Ihr dürft meine Videos gerne mal runterladen. Habe ich ja nichts dagegen. Die meisten sind sowieso Creative Commons. Aber runterladen, Synaptic ist noch zugange. Können wir uns inzwischen mal angucken, wie es hier weitergeht. Bildung brauchen wir nicht. Wir sind schon eingebildet genug. Büroeinstellungen könnte man drauf gehen. Bildschirmschoner-Einstellungen kann man sich ansehen. Das ist nicht ganz so wichtig, die Arbeitsflächen. Wie gesagt, den Flash-Player kann man einstellen. G-Part, das hatten wir. Grub Customizer, verhält sich der jetzt gescheit? Schließen. Damit man da auch mal sieht, was der Grub Bootloader so an Einstellungen hat. Das müsste jetzt eigentlich hinhauen. Ja, jetzt habe ich natürlich eine ganze Menge Zeug hier gleichzeitig geöffnet. Muss ich vielleicht mal kurz so, Grub Customizer. So. Das ist MX. So, und die ganzen Einstellungen kann man sich aussuchen. Man kann die Farbeneinstellung und ähnliches. Darstellung und Gedöns. Warum dauert das jetzt so lange? Minitube läuft auch noch im Hintergrund. Habe ich noch nicht geschlossen. Wie gesagt, das Klicken und Schließen dauert jetzt im Moment so ein bisschen. Granted Permission Software Pakete. Also, Grub Customizer. Jetzt habe ich so viele Dinge aufgemacht, dass ich hier das Ganze mal vielleicht mal schließen sollte. Ein Download, wie kriege ich den auch? Benden und Download abbrechen. Na, Gott sei Dank, das war so ein blödes Video von irgendeinem Retraner. Die dauert ja ewig. Ja. Kennen wir ja schon mit dem Blödmann. So. So. Wie gesagt, hier sehen wir dann nochmal den Fune. Hatte ich noch sonst was Interessantes? Also es läuft, seht ihr ja, auf diesem alten PC. Kein Problem.
mit dem alten Kernel Spiele. Was wäre denn zum Beispiel mit Chromium BSU? Ja, was ist das denn für eine Partei? Pegida für Arme? Nein, Chromium BSU. Ja, das braucht aber so ein bisschen, ne? Weil die Grafikkarte nicht so will, wie ich will. Ja, jedenfalls, wenn mein Rechner ein bisschen schneller wäre, und das war das jetzt gut, ist, von der Handkamera zu machen, dann wäre das hier eine ganz tolle Grafik und ganz wunderbar schnell. Ja, ist jetzt aber ganz schön langsam. Ne? Könnte als guter Indikator für die Geschwindigkeit sein. Ne? Also auf einem alten Rechner ist das auch, ja, sieht schon ganz schön alt aus. Also so ungefähr wie ich spiele Kleinkram dabei, kann man sich alles nachinstallieren im System. Valkyrie Name massenhaft Dateien umbenennen. Den Flash Änderer haben wir mit drin. Lucky Backup sicher und synchronisieren. Man kann das komplette System, so wie man es sich eingerichtet hat, auf so ähnlich wie früher mit der Remaster Sys auf einen USB brennen und gegebenenfalls weitergeben. Unix Bootin haben wir drin, Systemprofiler. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo war das schöne Ding? Wo man das so schön machen konnte. GDB-Paketinstallationsprogramm haben wir übrigens. Wo ist das Ding? Remaster CCC, was nicht? Snapshot, da. Warum sagt mir das denn keiner? Snapshot heißt das Ding. Schnappschuss von eurem laufenden System machen, so ähnlich wie früher Remaster ist. You are ready to create live installable snapshot of your system. This utility will create bootable image that you can burn to CD. The image will be stored in Home Snapshot. Also nicht in eurem Benutzerordner, sondern als wäre da ein Benutzer namens Snapshot. Ja. Gut, und wenn ich sage okay, dann könnte ich mir eine ISO oder eine USB daraus bringen, rausbrennen. So. Wahrscheinlich ist dieses Menü, das ich gesucht habe, gleich da, nachdem die ganzen Änderungen installiert sind. Deshalb war mein System die ganze Zeit auch so langsam. Nicht, weil ich so langsam bin. Nö, um Gottes Willen. So, die Änderungen sind jetzt angewendet von Synaptic und jetzt klärt sich auch, warum ich gerade wie blöde gesucht habe. Nachdem die Aktualisierung abgeschlossen ist, erst dann erscheint im MX-Werkzeug diese Option, die ich gerade gesucht habe, mit Live Remaster, Speichern des Systems, auf ISO erstellen einer Live USB. Also diese Optionen finde ich sehr lobenswert. Und damit wollen wir auch mal schließen. Ihr könnt euch also eure eigene System-CD wie früher mit Remaster Sys, so jetzt mit Snapshot erzeugen. Sehr schön. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.